So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Und wir, ganz ehrlich, die Stelle finde ich furchtbar. Das machen wir mal anders. Das macht gar keinen Sinn. Lol. Ach ja. So, wir können auch hier rauf. Weil die gerade schon wieder hochbauen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. So. Oh, das haben wir nämlich schon aktiv hier. So. Tada! Guck mal, dann geht's sogar hoch. Interessant. Ist irgendwas Spannendes? Weiß er schon. Wer weiß das schon? Ich mache hier mal so lange, wie hier die Hölle noch nicht brennt, mache ich hier mal das Ding da rein. Da können wir hier in aller Ruhe rüberlaufen. Wenn es brenntlich wird, können wir das Ding einfach wegnehmen. Ist das nicht geil? Ich wollte gerade mal was probieren, aber ist schief gelaufen. Na gut, dann halt nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kommen die Zombies hier actually irgendwo durch? Hier zum Beispiel. Ah, sind schon ein paar mehr geworden. Ich habe gesagt, da müssen wir vor allem gucken, wo lassen wir uns eigentlich nieder. Das sagt mir hier irgendwie, ehrlich gesagt, alles nicht ganz so zu. Also dann noch am ehesten das Haus da, wo es so schön alleine steht, aber das ist schon wieder so nah beim Händler. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wetten? Ansonsten ist hier direkt noch vor mir ein Haus. Das müsste. Achso, ja, nee, doch, ist er das. Ach, das ist das, was. Da hinten ist der erste Händler. Das heißt, das Haus müssten wir eigentlich gut verteidigen können. Also, müsste eigentlich weit genug vorwegstehen vom Händler. Dann können wir natürlich das nehmen. Das ist so ein bisschen abseits hier. Ne? Weil er sagt, das dürfte wahrscheinlich zu nah am Händler stehen, das kriegen wir nicht, ne, kriegen wir nicht protected. Aber das hier dürfte actually relativ gut funktionieren. Es war ein relativ großes Haus, das heißt, das zu verteidigen, da haben die Zombies halt viele Angriffspunkte, so. Ha, schwierig, schwierig. So, wir haben hier gerade echt die Taschen voll. Und ich weiß nicht, warum wir unser Bett mitgenommen haben. Das entzieht sich komplett meinen Kenntnissen, dass ich das gemacht habe. War ich da betrunken oder was? Achso, wollte ich hier nicht einen Block hinsetzen? Hä? So.
Okay, die da unten, der hat schon radioaktiv. Witzig, wie ihr Licht durchscheint, obwohl ihr gar kein Licht durchscheinen kann. Oh ja. Lichtberechnung ein bisschen verkackt. Blöder Köter. Ich meine, als Basecat wird es uns auch das Haus daneben. Weil das ist halt richtig schon klein und kann man halt dadurch gut verteidigen. Aber das ist halt so mittendrin im gesamten Gewimmel hier. Das ist halt... So ein Haus hätte ich gerne irgendwo nahe am Händler. So ein schönes kleines Haus. Oder wir bauen uns halt selber ein Haus. Ich meine, ganz ehrlich, genug Blöcke haben wir mittlerweile. Problem ist halt, zum Upgraden, um das daraus den Stein zu machen, brauchen wir halt verdammt viel Stein. Für das an einem Tag bekommen, wage ich denn doch irgendwie zu bezweifeln. Ich meine, für ein Upgrade von so einem Stein brauchen wir, glaube ich, achso, hier ist da? Wir brauchen da ja Pflasterstein. Pflasterstein, Plattform. Wie kriegen wir diese Pflasterstein? Die bekommen wir durch Lehm und Stein. Das heißt, wir brauchen, ja, wir würden also von unserem Stein, also wir bräuchten erstens mal noch Lehm und zweitens bräuchten wir noch ganz viel Stein. Weil angenommen, wir haben eine Base, wo wir sagen, wir haben einen Innenraum von 7x7. Dann bräuchten wir also für den Außenrahmen 32, also wenn wir zwei Reihen hochbauen, 64 Steine, Blöcke. Das heißt, wir bräuchten 640 mal Stein und Lehm. Und das ist schon eine ganze Menge. Und jetzt weiß ich nicht, inwieweit das machbar ist. Denn wir haben bloß noch 2 Tage. Tja, wie Perkins haben wir natürlich auch keine Beine. Das heißt, wir könnten die Spitzhacke und die Schippe nicht mal wirklich benutzen. Weil wenn die einmal kaputt wären, wären sie kaputt. So. Ha, ist alles nicht so geil. Du warst leer, ne? Oh ne, du warst nicht leer. Okay, doch. Lol. Muss ich noch ein bisschen bücken. Komm ich eigentlich auf dem LKW rauf? Ah, wäre aber sehr riskant. Gucken wir mal, wie die alle rumrennen. Haha. Diese Idioten. Nee, nee. So, was ist hier eigentlich? Guckt ihn euch an. Der schlägt in die falsche Richtung. Auf den Depp. Ja, das ist die Frage. Brauchen wir uns selbst ein kleines Kampf für den Blutmond? Der denn da? Voll der Jumper, Alter. Was ist denn los mit dem? Ist ja gut, ich gehe ja schon. So. Jetzt müsst ihr eigentlich, genau, jetzt müsst ihr da aufgeben, weil er da keinen Weg mehr sieht. Das ist schon echt geil, ne? Ich muss halt nur aufpassen, dass sie hier nicht irgendwann durchbrechen, aber eigentlich dürften sie hier keinen Weg finden, hier raufzukommen.
Das heißt, wir gucken auf jeden Fall dann mal am Morgen nochmal genau, was beim Händler alles verfügbar ist. Inwieweit er zum Beispiel Steine oder sowas hat. Aber ich glaube, der Händler hat gar nicht so viel. Dann wäre es wahrscheinlich doch fast ratsamer, uns auf der Suche, also erstmal irgendwo eine Kiste hinzustellen, dass wir da Sachen ablagern können. Und dann uns auf der Suche nach blauen Säcken zu machen, dass wir möglichst viel Kieselsteine bekommen. Damit wir möglichst viel von diesen Blöcken upgraden können. Oder gleich direkt Pflastersteinblöcke farmen machen können, also hier die Dinger. Dann brauchen wir aber halt, wie gesagt, mindestens 64. Ich würde sogar auf 96 gehen und das heißt, wir brauchen ordentlich Schotter. Whatever. Brauchen wir ordentlich Schotter. Ja. Und wie gesagt, das Ding bauen wir dann irgendwo direkt in der Nähe vom Händler hin. Hier sind ja relativ viele große freie Flächen. Hier zum Beispiel, das ist halt alles frei. Vielleicht aber doch eher näher Richtung der Stadt hin. Also weiß ich nicht. Hier zum Beispiel, hier beim Wasser, es ist ja ordentlich viel Platz. Ja, da können wir ordentlich bauen. Und wie weit das Sinn macht, hier würde ich. Könnten wir hier. Wir könnten auch hier. Mal gucken. Was ist das? Das ist. Da hinten, hier sind plus Bäume. Da hätten wir halt sogar schon Bäume, ne? So auf der anderen Seite so. Wenn wir das Ding abernten, dann haben wir auch schon viel Holz. Ja, ich glaube, mir gefällt die Idee. Ich glaube, wir bauen dort unsere kleine Siedlung hin. Das heißt, dann bleiben wir hier. Und, ja. Ich bin schon echt auf den ersten Blutmond gespannt. So komplett casual. Das wird ein Spaß, ey. Das wird eine absolute Katastrophe. Ha. Aber das Gebiet sieht schon echt gut aus, ne? Wie geeignet für unser Plan. Ist deine KI abgestürzt? Jutchen. So ein Ecke wie sie mal alle, die wir erstmal hier hingehen. Und dann auf das andere Ding. Und dann fahren wir runter, brechen uns ein Bein, kommen nicht mehr weg und heulen. Hier mal ich. Gut, das heißt, ich werde am Tage mal gucken, ob es hier irgendwo so eine Baukonstruktionsfirma gibt. Also irgendwo so einen Bereich, wo die ein Haus oder sowas bauen. Und da gibt es nämlich dann sehr viele von diesen blauen Säcken, soweit ich weiß. Also allgemein von Stuff halt gibt es dann sehr viele Säcke. Ja, diese blauen Dinger. Und aus denen müssten wir nämlich, glaube ich, Kies bekommen. Problem ist halt, wir müssen trotzdem beim Händler vorbeischauen, weil wir brauchen definitiv Reparaturkits. Keine Frage. Ohne die werden wir definitiv nicht überleben können auf diesem Planeten. Wo ist eigentlich unser Fahrrad? Unser Fahrrad müsste da hinten irgendwo sein, ne? Ach da, genau, das ist. Gut, interessiert uns erstmal noch nicht. Eine Stunde müssen wir noch warten. Dann bauen wir uns da eine schöne Siedlung. Wobei es ja schon echt sehr bergig ist, ne? Ah, müssen wir mal gucken.
Will ja alles kaputt machen, ey. So, dann springen wir langsam aufs Fahrrad, ne? Zeit wird's ja. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir gut wegfahren können, aber eigentlich können wir überall gut wegfahren. So, mal schauen noch mal. Ja, also das Haus, da könnte man vielleicht doch, das ist ein relativ gutes Steingebäude. Vielleicht ist das doch gar nicht so dumm. Problem ist halt, für einen Blutmond wäre es nicht geeignet, weil da müssten wir, da hätten die Zombies so viel Angriffsfläche. Also was das angeht, wäre wirklich das hier die ideale Fläche. Ist aber wahrscheinlich zu nah am Händler. Ich gucke, komm mal kurz da bei den Wäldchen rein, wie hügelig das da ist. Und damit steht und fällt der Plan. Also ist es doch ein relativ hoher Berg. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir wenigstens einen schönen Stein beim Abbauen. Wie sieht das Ding hier von innen aus? Wow. Ich glaube, das Ding werden wir mal für den Blutmond verwenden, gell? Ist das schon hoch? Na komm, ich mach die erstmal platt. Ein Treffer, weil sie mich angegriffen haben. So. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Gibt es hier eigentlich blaue Säcke? Hier gibt es keine blauen Säcke. Das hier war aber normaler Sand, ne? Ne, ach so, das ist Zement. Das ist Zement. Das brauchen wir noch gar nicht. Das wäre denn die letzte Ausbaustufe. Und da brauchen wir erstmal einen Betonmischer für, um daraus eine Betonmischung zu machen. So, was ich gerne mal machen würde, ist tatsächlich hier mir den Block schnappen. Und den hier irgendwo einigermaßen mittig. Hä? Aber was ist denn los mit euch? Oh. Ich will hier in Ruhe mal in mein Gebiet ausgucken. Aber wäre hier so ziemlich genau am Baum. Jetzt ist der natürlich im Weg. Oh komm, verpiss dich dort. Ich will meinen Block hin platzieren. Den gibt's doch ja nicht. Ah, da kann man hier einmal irgendwas machen. Okay, ich habe keine. Achso, es repariert werden. Ja, na klar. Natürlich kommt immer alles mit einmal. Leute, weg. Und du auch weg. Was schön jetzt hier endlich. So, kann ich jetzt endlich mal diesen Ding hier platzieren. Ungefähr so. Dankeschön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt zwei Gebietsschutzblöcke oder habe ich jetzt nur noch ein und der andere ist dafür ungültig? Ja, der andere ist dabei echt ungültig geworden. Man kann echt nur einen Gebietsschutzblock haben. Das ist ja heftig. Dort ist ja richtig Abfrock.
Gut, dann platzieren wir auch hier mal unser Bett, weil ich weiß nicht, warum wir unser Bett mitgenommen haben. So. Und dann werden wir jetzt hier dann unsere Base bauen. So, siehst du, bis wohin geht eigentlich jetzt der Bereich? Warum muss man immer zweimal draufklicken, damit er das Ding anzeigt? Oh. Oh, geht relativ gut bis zur Straße. Mal kurz, wo ist mein Fahrrad? Da ist mein Fahrrad. Nee. Haben wir dann Fahrrad? Ja, doch, geht relativ gut bis zur Straße. Ich glaube, ich hätte den Block noch ein bisschen weiter nach rechts setzen müssen. Weil da hinten geht er auf die Straße rauf. Und bei dem anderen aber nicht. Na genau, hier. Okay, hier grenzt er an der Straße an. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, man muss ja schon schön Prozent bittig sein. So, Ananas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, was passt so. Können wir später immer noch umpflanzen, das Ding. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir brauchen erstmal den Händler? Fragezeichen. Erstmal brauchen wir Kisten. Das heißt, ich mache mal kurz zwei Kisten. Beschreibbare Aufbewahrungskiste, zwei Stück, let's go. Damit wir mal irgendwo hier langsam mal anfangen, Stuff loszuwerden. Damit wir auch mal anfangen können, Stuff zu sammeln. So. Wieso heile ich eigentlich nicht? So, was machen wir alles erstmal da oben auf dem Berg, weil den fasse ich erstmal nicht an. Den Berg fange ich erst dann an abzutragen, oder ich mache hier nur zumindest in der Nähe von dem Berg. Den fange ich erst dann an abzutragen, wenn wir tatsächlich unsere große Base bauen. Mache ich es auf dem Berg auf oder nicht? Ich mache es am besten sogar schön nah an der Straße. Ach, was mache ich denn jetzt so? Wo wollen wir denn das kleine Hütchen bauen? Wie groß ist denn die Truhe? Ich glaube, ich stelle erstmal irgendwo eine Truhe hin. Gut, das war jetzt noch nicht geplant, aber egal. Man hat ja auch nie seine Ruhe, ne? Wobei, die nehmen wir lieber mit. So. Okay, dann landen auf dem Händler. Mal gucken, ob der Werkzeugkästen hat. Wo ist jetzt schon wieder mein Fahrrad? Ich bin nur noch am Fahrrad suchen hier. Das Gebiet ist echt sehr unübersichtlich. Okay, ich hab's gerade gehabt. Oh mein Gott, dieses Fahrrad. Wo bist du denn? Ach da. Boah, Alter. Hält der Kopf nicht aus. So. Also wir brauchen zwei Werkzeugkisten. Reparatursets. Wird der garantiert nicht haben. Einfach voll YOLO und so. So, da sind wir.
So. Each day is a blessing. Ja, ja. So. Doch, nichts mehr mit Reparaturset. Come back tomorrow. Gut. We get new goods daily. Wie teuer sind die denn? Geschmiedeter Eisen und Klebeband. Hast du denn wenigstens was davon? Klebeband hat da zwei und geschmiedetes Eisen könnte sogar sein, dass wir das haben. Nur am Hin- und Herfahren hier. So. Das heißt, wir können uns schon mal bis ein paar, zwei Reparatursets bauen. Hey, hallo. Dankeschön. Ach komm, wir nehmen jetzt mal gleich alle mit. So, Reparaturkit, zwei Stück fertigen. Das heißt, wir machen uns jetzt direkt mal auf der Suche nach blauen Säcken. Und wie gesagt, die müsste es eigentlich in so Konstruktionsgebieten geben. Oh, hier ist sogar schon so ein kleines süßes Häuslein. Das ist doch ideal für einen Blutmond, um einfach sich um drauf zu stellen und YOLO. Oder die Tür abzubauen, selber ein paar Türen reinzubauen und dann das Ding hier als Base zu nutzen. Müssen wir jetzt zwar hier drin alles abbauen, aber das ist ja ein Witz. Das klingt sogar relativ gut, ne? Warte mal kurz, wie stark sind die Dinger? Boah, sind sogar 5000er Blöcke. Ja, leck. Okay, das ist ein Plan. Okay, das machen wir. Da haben wir auch gleich mal Eisen. Und das Eisen können wir dann gleich verwenden, um hier tatsächlich die Tür reinzubauen. Also diese Klappe. Und wir haben es sogar schon nicht drin. Wie geil ist das denn bitte? Oh, 10.000. Okay, ich glaube, die können erstmal da bleiben. Eisenklappe. Da haben wir das, was wir brauchen. Let's go. Und dann nehmen wir noch eine Holzklappe. So. Wo ist jetzt der Anfang von dem Ding? Okay, dann mache ich das andersrum halt. Man kann ja damit, glaube ich, upgraden, ne? Das heißt, bei dem... Achso, das sind so Hallenblöcke. Egal, müsste trotzdem funktionieren. Die Frage ist nur, wie mache ich das am dümmsten? Mache ich einen inneren nach hier und dann einen nach dort?
Ja, müsste ja nicht funktionieren. So, und jetzt müssen wir den hier upgraden. Perfekt. So, wir brauchen also noch mehr Eisen, aber Eisen haben wir, glaube ich. Ja, aber nicht. Aber andererseits, Eisen zu suchen, alles bekommt man wirklich am schnellsten. Ist hier schon wieder ein Hund irgendwo in der Nähe oder was? Ja. Weißt du was? Können wir gleich mal unser neues Haus Dinge testen? Oh. Wovon ist denn der gerade gestorben? Ich hab den gar nicht mehr gehittet und trotzdem ist ja krepiert. Diese geilen Augen, ne? Sieht schon schick aus. So, mal kurz, wir müssen einfach kurz was essen hier. Müsste erstmal reichen. So, Construction Area. Wo haben wir denn sowas? Ah, dann haben wir gleich drei blaue Säcke. Ja, dann muss ich mal gucken, wie viel sie bringen. Ob das Ganze überhaupt realistisch ist. So. Und vor allen Dingen, ob sie überhaupt Kies bringen. Ja. Oh, die bringen gerade mal 35 pro. Na gut, okay, dann werden wir da echt eine Menge brauchen. Andererseits, was laber ich? Wir haben doch bereits eine Hütte. Wir können auch die direkt verwenden. Was mache ich hier eigentlich gerade noch? Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Wir haben bereits eine Hütte. Was ich brauche, ist Stahl. Damit wir eine Stahltür bauen können. Und das bekommen wir am besten, indem wir mal Frax abfragen. Frage die Frag. Oh, schon bekommen wir Stahl. Dann wir geben uns am besten gleich mal Richtung unserer Mission und gucken, ob wir dabei irgendwelche Autofracks finden. Ja. Die nehmen wir doch gerne. Halt. So. Wir sollen mal gucken, wofür wir die verwenden wollen. Aber das gucken wir dann alles in der nächsten Folge. Nope. Ihr könnt mal schon alle da bleiben, wo ihr seid. Wir haben genug Eisen. Habe ich jetzt gerade mal so beschlossen.
Gut, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge nehmen wir uns den dann wieder und ja. So. Gutchen, dann ja, bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.